ganz zwei kurze Bemerkungen machen zu Nordrhein-Westfalen. Wir haben gestern in Dortmund auf dem Platz im Stadtzentrum eine Eröffnungskundgebung mit Gregor Gysi und Oskar Lafontaine gehabt und ich habe in vielen Gesprächen vor der Kundgebung, während der Kundgebung gemerkt, wie groß die Zustimmung zu Gregor Gysi und Oskar Lafontaine ist. Und auch wenn Oskar Lafontaine jetzt nicht wieder als Parteivorsitzender im Mai zur Wahl antritt, ist er ein Garant unseres Erfolges gewesen und ich bin sehr zufrieden und freue mich sehr darüber, dass er sich in diesem Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen so einbringt und dass er auch in den nächsten Jahren aktiv die Politik unserer Partei als Fraktionsvorsitzender im Saarland mitgestalten wird. Und ich denke, wir sind alle auf seinen Rat, auf seine guten Ideen und seine Ausstrahlung angewiesen und ich persönlich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit mit Oskar Lafontaine. Genossinnen und Genossen, wir haben auf dem Weg nach Rostock zwei zentrale Forderungen, zwei zentrale Aufgaben, um die wir uns kümmern. Das eine ist, ich habe es ja schon angesprochen, eine hoffentlich erfolgreiche Wahl in Nordrhein-Westfalen, obwohl von allen Seiten versucht wird, ihr kennt das hier aus Hamburg, auf uns einzuschlagen und zu erklären, zum Beispiel ist plakatiert worden, wer die Linke wählt, wählt Rüttgers. Das ist eine Infamie, der stellen wir uns entgegen. Wer die Linke wählt, wählt original soziale Politik. Und die Linke ist die einzige Partei, die sich klar gegen die CDU und gegen Rüttgers positioniert. Und wenn Rüttgers plakatiert, Rot-Rot ohne mich, da hat er recht, denn sollte es jemals Rot-Rot geben, ist Herr Rüttgers ganz sicher nicht dabei. Möchte ich nur noch mal betonen, dass wir als Partei Die Linke ja auf unserem Parteitag nicht nur einen neuen Vorstand wählen werden. Ich werde also gemeinsam mit Klaus Ernst aus Bayern für den Parteivorsitz kandidieren, sondern uns natürlich auch inhaltlich platzieren werden. Wir haben hoffentlich dann eine Woche nach den Wahlen in Nordrhein-Westfalen die Gelegenheit, insbesondere unseren Genossen und Kollegen aus Nordrhein-Westfalen zu gratulieren. Wir sehen das wirklich als eine Signalwahl an, weil Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstes Bundesland ja eine besondere Rolle spielt in der Bundespolitik, aber weil natürlich auch durch die Wahl in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit besteht, die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat zu ändern. Und wir stehen dafür, dass diese Mehrheitsverhältnisse so geändert werden sollen, dass eben das Steuersenkungswahn der FDP nicht fortgesetzt werden kann und das verhindert wird, dass FDP und CDU planen, nämlich nach den Wahlen in Nordrhein-Westfalen tiefgreifende Einschnitte im Sozialsystem fortzusetzen. Ich will auf die Fragen der Steuerpolitik, weil ich das in meinem Beitrag nicht so ausführlich gemacht habe, noch mal kurz eingehen. Alles, was die schwarz-gelbe Koalition schon beschlossen hat, eine Steuersenkung von 24 Milliarden Euro, führt zur Zerstörung des Gemeinwesens, die Kommunen bluten aus und der besondere Angriff der FDP, die sich in dieser schwarz-gelben Regierung bisher als der treibende Keil betätigt hat, geht ja gegen alles, was zum Beispiel mit Arbeitsmarktpolitik zu tun hat. Wir haben vor kurzem die Haushaltsberatung im Deutschen Bundestag abgeschlossen. Die FDP hat durchgesetzt, dass für die Bundesagentur für Arbeit 3 Milliarden Euro weniger eingestellt wurden in den Bundeshaushalt und dass über viele hundert Millionen Euro, die eigentlich für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen geplant sind, eine Sperre gelegt wurde. Nun wissen wir, eine Sperre ist keine Streichung, aber wir haben jetzt schon Mitte April und der Effekt dieser Kürzungsmaßnahmen ist, dass in den Ländern und Kommunen, dort wo Arbeitsmarktprojekte begonnen wurden, wie zum Beispiel in Berlin und Brandenburg, der öffentlich geförderte Beschäftigungssektor, diese gestört werden sollen. Man will also von der Bundesebene aus, von der schwarz-gelben Regierung aus, alle fortschrittlichen sozialen Projekte in Ländern und Kommunen stören und dem wird sich unsere Partei Die Linke natürlich auch entgegenstellen. Das wollte ich hier nochmal betonen, weil ich das in der Rede nicht so ausführlich angesprochen habe. Ansonsten zur Entwicklung der Partei Die Linke können wir
mit einem, über einen großen Mitgliederzuwachs berichten. Wir bestehen ja noch gar nicht so lange als Linke. Die Bundestagsfraktion war ja ein Vorläufer der Partei. Am 16. Juli 2007 wurde diese Partei ja erst gegründet. Wir haben die Situation, dass von den jetzigen Mitgliedern 25.000 erst nach der Parteigründung in die Partei eingetreten sind, dass also durch die Gründung der Partei Die Linke nochmal eine große Anziehungskraft auf viele Menschen ausgeübt wurde. Das wollen wir natürlich fortsetzen und wir haben jetzt auch bei den Wahlveranstaltungen, bei den Diskussionen in Nordrhein-Westfalen immer Aufnahmeanträge dabei und sie gehen jedes Mal gut weg und wir müssen zu jeder Aktion sie neu kopieren und mitbringen und das stimmt mich sehr optimistisch. Applaus